Hallo liebe Trainer, ich habe heute was für euch mitgebracht, und zwar die Pratze. Ihr wisst ja, die Pratze ist für den Dosix-Unterricht für euch Trainer sehr wichtig. Ich gebe euch jetzt ein paar Techniktipps, wie ihr die ersten 8 Techniken, also 1 bis 8, mit der Pratze im Unterricht halten könnt. Die Pratze an sich ist wichtig, ich zeige es euch mal kurz, dass sie leicht curve ist, das heißt leicht gebogen, nicht ganz gerade. Wenn nämlich Punches oder Kicks draus treffen, dass man nicht abrutscht. Das ist mal Punkt 1. Sie muss leicht sein, ich muss leicht rein, rauskommen. Und zwar beim Teaching wisst ihr ja, ihr habt nicht viel Zeit, um rein und rauszukommen. Und was noch der Vorteil von der Pratze ist, wenn ich den Teilnehmer berühre, habe ich immer ein bisschen Distanz. Ich kann super arbeiten damit, kann super ausbessern. Gut. Erika ist heute dabei, unterstützt mich. Sie wird jetzt 1 bis 8 durchführen und ich zeige euch, wie man 1 bis 8 haltet. Also, wir machen jetzt die erste Technik, den Fighting Stance. Dazu, Erika, gehst du bitte den Fighting Stance rein, links vorne, für euch dann rechts. Zum Jab. Ihr haltet den Jab, und zwar, wenn ihr Einzeltechniken haltet, haltet ihr auch nur einen Arm hoch. Bei Kombinationen haltet ihr beide, sonst verwirrt das den Teilnehmer. Ihr geht in den Fighting Stance selbst immer gegenüber. Am besten positioniert ihr euch für den Jab mit eurem vorderen Bein beim hinteren Bein vom Teilnehmer. Ihr wisst ja die Rotation und Full Range of Motion. Ihr nehmt den Ellbogen von unten hoch, denn wenn ihr von oben runterkommt, macht mal einen Punch, ist der Punch schon drauf, dann könnt ihr es nicht kontrollieren. Also kommt ihr von unten hoch, baut die Grundspannung auf, noch nicht, Alter, geht im V leicht auseinander und dreht die Pratze ganz leicht nach innen. Mach mal einen Punch. Die Höhe ist immer beim Jab Kinn von eurem Gegenüber, also von eurem Teilnehmer. Und wichtig ist, dass ihr nicht gegenblockt, sondern ihr geht mit dem Schlag mit dem Punch. Das heißt, wenn der Punch trifft, gebt ihr leicht nach. Machen wir es nochmal. Ihr geht hoch, Jab und wieder zurück. Mach mal Stationary Jab, 8 Stück. 1, 2, ihr geht ran, positioniert euch und dann geht ihr hoch. Haltet kurz und dann geht ihr wieder raus. Gut, danke, Elka. Das war jetzt der Jab. Die nächste Technik ist Cross Punch Nummer 2. Auch im Fighting Stance. Jetzt positioniert ihr euch mit eurem vorderen Bein beim vorderen Bein von eurem Gegenüber. Ihr wisst ja, Cross Your Center, dass es schön über die Mitte geht. Vordere Hand bleibt unten, ihr kommt hinten hoch, geht wieder in diese Grundspannung rein, in dieses V nach außen und dreht die Pratze leicht nach innen. Mach mal einen Cross. Höhe ist wieder ungefähr Kinnhöhe von eurem Teilnehmer. Wieder runter, mach mal 8 schnell. Ihr geht rein, von unten hoch, baut diese Spannung auf und haltet. Und dann geht ihr mit dem Punch mit. Auf keinen Fall gegenblocken. Schlecht für Ellbogengelenk und Schultergelenk von eurem Teilnehmer. Danke. Mach mal einen Cross, Erika. Was ihr noch mit der Pratze machen könnt, mach ihn bitte durchgehend. Cross Punch. Was ihr noch mit der Pratze machen könnt, fall mal nach vorne. Ihr kennt ja den Hauptfehler, eure Teilnehmer fallen nach vorne. Ihr könnt jetzt euren Teilnehmer nach hinten ziehen, indem ihr euren Cross haltet und geht ganz leicht Richtung rüber. Seht ihr das? Jetzt steht euer Teilnehmer schön in der geraden Position, also in der Mitte, macht eine schöne Rotation. Fall nochmal nach vorne. Oder ihr geht seitlich ran. Natürlich müsst ihr euren Teilnehmer vorher kurz vorwarnen. Achtung, geht leicht drauf, drückt leicht nach hinten, berühr nicht die Pratze. Berühr nicht die Pratze. Jawohl. Nonverbal oder verbal anleiten, dann habt ihr euren Teilnehmer schnell in die Position gebracht. Gut, danke. Nächste Technik ist Nummer 3, Haken, Hook, wieder in den Fighting Stance. Für den Hook müsst ihr aus dem Fighting Stance, ihr positioniert euch wieder wie beim Jab, euer vorderes Bein ist beim hinteren Bein vom Teilnehmer. Nur, der Hook kommt ja seitlich rein, also müsst ihr auch wieder hochkommen, Spannung aufbauen, leicht nach außen und die Pratze dreht ihr leicht schräg nach innen. Mach mal einen Hook. Wenn ihr zu weit zum Teilnehmer rankommt, dann bremst ihr einen Teilnehmer, das heißt der Ellbogen kippt und es geht ins Schultergelenk. Deshalb versetzt euch ein bisschen, Blick ist vorne, genau. Wieder dem Schlag leicht mitgehen, nicht gegendrücken. Ungefähr, danke. Die Höhe ist wieder zwischen Brust und Schulter. Wenn ihr höher haltet, zieht euer Teilnehmer die Schulter hoch. Das wollt ihr ja vermeiden. Macht nochmal einen Hook bitte. Wenn der Ellbogen zu sehr nach oben ausschlägt, könnt ihr einen Korridor bilden. Und zwar, ihr macht hier gerade, seht ihr es, der Teilnehmer eckt an. Jetzt nimmt er den Arm nochmal mit, geht raus. Jetzt haben wir einen schönen Hook. Danke, Erika. Wir machen jetzt noch einen Seitenwechsel, dass ihr es besser seht.
Gut, mach nochmal einen Hook bitte. Ihr bildet diesen Korridor. Dann kommt der Ellbogen nicht raus. Das heißt, ihr arbeitet aus dem Bauch raus. Schön in die Rotation. Ihr haltet den Hook ran. Ungefähr zwischen Brust- und Schulterhöhe. So habt ihr wieder euren Teilnehmer schnell in einen schönen Hook gebracht. Danke. Auslagenwechsel wieder. Als nächstes haben wir Nummer 4, den Uppercut. Mach mal einen Uppercut, Elke. Beim Uppercut nehmt ihr den Arm, der geht ja von unten hoch und sollte ungefähr in Augenbrauenhöhe von eurem Teilnehmer sein. Das heißt, ihr geht wieder von unten hoch und wenn ihr von oben runterkommt, trifft er ja schon. Baut die Spannung auf, drückt nach unten und hier trifft der Uppercut. Bratz ist wieder so leicht schräg nach unten gedreht. Geh mal zur Elka, leichter Punch. Wenn ihr merkt, euer Teilnehmer fällt nach vorne, habt ihr wieder die Variante, drückt ihn kurz zurück, berührt nicht die Bratze. Wenn ihr wollt, dass mehr Power reinkommt, dann drückt einfach die Bratze etwas tiefer. Komm, gib mehr Gas, härter. Jetzt holt ihr wieder, nicht schneller werden, jetzt holt ihr wieder die Länge raus. So habt ihr wieder schön stabil und die Rotation ist wieder gut gegeben. Danke. Das waren jetzt die ersten 4 Techniken, die Grundpunches. Die nächsten 4, die Kicks, machen wir dann in der nächsten Serie. Falls ihr mehr wissen wollt über Bratzen, ich mache ja einen Workshop, wisst ihr mittlerweile schon. Informationen stehen unter www.ifa.de unter Dosu X Bratzenworkshop. Würde mich freuen, wenn ich euch in einem Bratzenworkshop sehe. Ansonsten versucht das umzusetzen und übt das, was ich euch gerade gezeigt habe. Bis zum nächsten Mal.